Gas rausnehmen. Seit langem mal wieder auf dem Fairway. Ja, jetzt liegt's auf dem Fairway. Absolut okay, der Start. Es ist Montag, Pfingstmontag. Und wir sind auf dem Platz. Fischer sogar mit neuem Handschuh. Boah. In Augusta Green. Und du mit Yardage Book Premium. Ja, und ich halt mit gar nichts. Aber jetzt geht's los. 18 Loch. Schauen wir mal, was das wird. Geil. Jawohl, schön gerade. Das war mal ein richtig guter Start heute. Ich bin erstmal positiv geblieben. Das haben mir viele gesagt in den Kommentaren. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ich muss nicht 100% draufballern. Es ist eh ein paar 5, was relativ kurz ist. 90% und mich auf den Schwung konzentrieren. Wunderbar. Zwei gerade Schläge und jetzt liege ich fast auf dem Grün, Vorgrün. Sage ich euch gleich. Jetzt habe ich theoretisch 3 Putt-Chancen, um ein paar zu spielen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir gut putten. Und dann wäre es ein starker Start. Ist doch nicht so weit gegangen, das heißt, ich habe ihn kurz vor dem Hindernis gefunden. Mein Pitching Wedge jetzt vorgelegt, einfach aufs Fairway. Links, Wind. Ein paar B und dann so weit. Double Bogey. Schön den Boden mitgenommen. Ah, schwieriges Loch immer. Vor allem, wenn wir so hetzen müssen. Wenn Stau ist, man muss lange warten und dann hinter dir sind nochmal welche. Das ist unangenehm irgendwie. Alle den Abschlag ein bisschen verhauen. Ich habe ihn dann da im Rough kurz vorm Wasser gefunden. Das heißt, ich konnte ihn dann ohne Strafschlag spielen. Der war jetzt nicht auf Video. Und dann 2 Putts, also 4 gerettet, gerade so.
par. Treff sie einfach nicht richtig. Also, das waren jetzt keine schönen ersten 9. Weniger wegen Spiel, aber eher wegen diesem Druck. Hinter uns wurde gedrückt, haben sie mir schon fast an den Kopf geschossen, jetzt spielen sie uns hier auf dem Grün an, regen sich auf, vor uns ist halt nun mal auch Verkehr, also sowas hasse ich dann auf dem Golfplatz und dann habe ich leider auch nicht so die Ruhe weg. Naja, jetzt hoffen wir mal, dass es auf dem zweiten 9 besser wird und ein bisschen entspannter. So, wir sind auf der 10, haben jetzt wieder ein bisschen uns Luft verschafft zum Glück. Jetzt geht das Ganze wieder ein bisschen entspannter, glaube ich. Und tatsächlich liege ich jetzt hier mit 2 auf dem Grün und habe einen Eagle-Putt. Ich habe natürlich noch nie einen Eagle gespielt, ist immer noch ein ganzes Stück, aber naja. Mir würde es ja schon reichen, wenn ich mich gut annähere und dann vielleicht mal ein Birdie spiele. Aber da will ich mich nicht beschweren. Ein kleiner Fade. Nein, der ist kurz im Bunker. Oh, fuck. Der verhungert, aber wie? Leck mich fett, ey. Wenn ich ihn brauche. Schnell, wo schieße ich hin? Um Gottes Willen, das tut ja weh. Perfekt. Ergebnis ist gut. Ja, und du regst dich dann wieder auf. So, wir sind hier am gleichen Loch wie beim letzten Mal, wo ich einen Birdie spielen wollte. Jetzt liege ich noch mal einen Meter näher dran. Also, wenn das jetzt nichts wird, oder? Das da weiß ich auch nicht mehr. Der muss jetzt rein. Komm.
Come on, vamos. Seit wir auf den zweiten neuen ganz entspannt spielen können, läuft das auch wieder deutlich besser, weil man nicht so unter Druck ist. Ich konnte mich jetzt mit dem Birdie auch wieder ein bisschen runterspielen. Ich bin jetzt bei plus, das habe ich jetzt gerade geguckt, plus 11. Noch 3 Löcher, das heißt dreimal Bogey. Wäre völlig in Ordnung und ich würde meinen Best Score bisher mit plus 14 nochmal einstellen. Jetzt den Ball ins Spiel bringen. Keine Strafschläge mehr, nichts Wildes mehr, das wäre geil. Double Bogey, Alter. Ich gehe von Bunker zu Bunker. Nein, Alter! Oh, Achtung! So, wir gehen auf die 18, letztes Loch. Ich bin 14 über. Das ist der Score, den ich beim letzten Mal gespielt habe, mein bester bisher. Das Par 5 ist machbar, Par zu spielen. Auf jeden Fall. Es ist auch machbar, Birdie zu spielen. Aber es hängt natürlich ganz viel vom Abschlag ab. Also hoffen wir mal, dass der gerade rausgeht. Und das wäre natürlich geil, wenn ich das vielleicht nochmal wiederholen könnte. Beste Wege brauche ich einen Driver. Der war schon ganz okay. Na gut. Nein, Sand! Fuck! Ah! Nur im Sand heute, ey. So, das war's. Pfingstmontag, 18 Loch wieder rum, bei wundervollem Sonnenschein. War schon geil in Summe, oder? War schon okay. War sehr durchwachsen natürlich teilweise. Als wir keinen Druck mehr hatten auf den zweiten 9, lief es auf jeden Fall deutlich besser bei mir. Und konnte ich jetzt am Ende plus 14 tatsächlich nochmal bestätigen. Also jetzt zum zweiten Mal den Score, sehr geil. Ich muss allerdings dazu sagen, vorgestern haben wir gespielt, haben wir nicht gefilmt. Da war es natürlich Katastrophe. Also offensichtlich brauche ich den Druck. Mal schauen, wie es beim nächsten Mal läuft. Bis dann.